Hallo Leute, es wurde in letzter Zeit viel über Dachlack gesprochen, über die Absplittung, also Flachdach, altes Flachdach zu streichen mit Dachlack und damit Split einzustreuen. Und da haben viele sich gleich aufgeregt, so ein Fusch, ein Käse, das ist Quatsch. Und da sage ich euch Leute, das ist eine absolut geniale Sache, die hält, was es verspricht. Und ich habe auch die Beweise dafür. Ich zeige euch jetzt mal das Dach hier. Das Dach habe ich 2006, ich drehe es mal rum, 2006 geschweißt. Ne, sieht man schönes Dach hier, schönes Pappdach mit Blechen rundherum. Und vor 2 Jahren, wirklich vor 2 Jahren ungelogen, habe ich hier Dachlack draufgehauen und extra nochmal Streusplit. So, und das sieht man auch jetzt hier am Rand. Hier bin ich mit dem Roller ans Blech gekommen. Und dann habe ich hier selbst an der Kante nach oben, das ist Sonnenseite zum Beispiel. Hey? Also hier, die komplette Seite wird permanent von Sonne angestrahlt. Und selbst hier ist der Split perfekt auf dem Dachlack drauf. Hey? Hier, man sieht das, wie schön der Dachlack, wie gesagt, Dachlack drauf und Schiefersplit drauf. Man hat eine Schutzschicht vom Feinsten. Was natürlich mir passiert ist hier, hier war der Split alle. Also ich habe ja viel Dachlack drauf gehauen. Extrem viel und dann auch abgestreut, aber weil hier eine Pfütze war von Dachlack, ist hier der Dachlack versunken drin. Also ich hätte jetzt einfach noch was drauf streuen sollen und dann wäre es gut gewesen. Aber sonst, man sieht überall, vorne an der Kante habe ich es nicht gemacht. Hier sieht man das Moos. Wie gesagt, das Dach ist knapp 20 Jahre alt. Das war auch noch nicht gerissen, muss ich dazu sagen. Das war jetzt, ich habe es einfach vorbehandelt. Hey. Also nach 15 Jahren einfach so ein Bitumdach nochmal einzustreichen mit Dachlack und Splittersticke drauf. Das ist, kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn irgendein Hersteller sagt, das ist nicht gut, das ist klar, dass die das sagen. Die wollen nicht, dass das Dach kaputt geht nach 20 Jahren, dass das Risse kriegt, Weichmacher rausgeht und dann soll... Da sollst du ja neue Schweißband kaufen und dann wird das ganze Dach runtergerissen. Und das ist Quatsch. Man kann so ein schönes Bitumendach, hey, kann man wirklich erhalten, indem man wirklich alle paar Jahre, wie gesagt, einfach hier vor 2 Jahren Dachlack und Split drauf und fertig. So, und das mache ich jetzt nächstes Jahr, dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr mache ich das wieder. Und dann Wetter und Wetter und so muss ich an dem Dach nie was machen. Weil immer die Sonne, ihr müsst euch davon ausgehen, Leute, die Sonne, also wenn der Split runtergewaschen ist, hat die Sonne vollen Angriff mit ihren aggressiven Strahlen auf dieses Bitumdach. Und dann wird der Weichmacher rausgezogen, das Dach wird porös und dadurch reißt es dann. Und wenn ich aber einen neuen Split drauf mache, gebe ich dem... Wenn ich neuen Split drauf mache, gebe ich dem Dach natürlich wieder den Schutz vor der Sonne. Und darum, Leute, hört nicht auf die Dummquatscher, die erzählen, es würde nichts bringen. Es bringt hundertprozentig was, ein Dach so zu behandeln. Dachlack, aber ich rede von ordentlichem Dachlack, kein Vorhandstrich. Dachlack, ordentlich draufballern und danach richtig fetten Split draufballern, aber richtig. Dass der richtig einsinkt und du musst am Ende spitz sein. So. Und das, wenn du das machst, hast du wieder 5-6 Jahre Ruhe. Du hast länger Ruhe, weil das Dach unten drunter ist ja ganz. Aber zu beachten ist, dass das Dach auf jeden Fall noch nicht gerissen ist, kein Wasser eindringt. Das Dach, es muss wirklich absolut dicht sein, das Dach. Aber bevor es zu spät ist, bevor es Risse bekommt, Dachlack drauf und Split drauf. Und ihr werdet sehen, ihr habt euer Dach ein Leben lang. Früher hatte man keinen Split. Wenn ich an früher zurückdenke, zu Ostzeiten, ich kenne das noch. Da wurden die Dächer alle 2 Jahre nur mit Dachlack gestrichen. Das hält natürlich nicht lange, weil kein Schutz auf dem Dachlack ist. Der Dachlack ist zwar drauf, der ist erstmal wieder da, aber das innerhalb von kürzester Zeit ist er weg. Aber der Schiefersplit, den man drauf streut, der tut die Sonne abhalten. Und deshalb ist Dachlack geschützt und bringt Punkte, wenn er drauf ist. Also, ich habe die Beweise hier. Und wer einfach nur als Stegreif raus erzählt, das bringt nichts. Dann soll er doch mal die Beweise rausholen, dass es nicht bringt. Dann soll er mir ein Dach zeigen, was er behandelt hat, wo es nicht gehalten hat. Okay? Also, wie gesagt, ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich habe die Beweise. Und die Beweise sind immer und überall da. Okay? Also, ja.
weitere Beweise braucht, kann gerne herkommen, kann man mit der Lupe oder hier mit irgendwas rumkratzen auf dem Dach. Hey, guckt mal den schönen Split an. Ja. Ne? Schön. Und unten drunter ist der originale Split unter dem Dachlack. Also wenn der Split jetzt runtergewaschen ist und der Dachlack dünn wird, ist unten drunter nochmal neuer. Der originale Oberlagen, der originale Split, der war wirklich, wie gesagt, noch nicht runtergewaschen. Ich habe es oben drauf gehauen. Ne? Das ist der Beweis, Leute. Und hier kann auch nochmal die Naht hier. Sieht man noch die Naht, was damals rausgequetscht habe. Ne? Und ich werde sehen, Leute. Ich werde es euch beweisen. An alle, die da spinnt. Ich werde euch beweisen, ich werde das Dach regelmäßig behandeln. Auch nicht jedes Jahr. Wie gesagt, jetzt nächstes Jahr mal wieder. Und ich werde das auch in Mietedokumentation festhalten, dass ich das Dach, wenn ich dazwischen komme, wenn ich gesundheitlich mitspiele, dass das Dach so lange lebt, wie ich lebe. Das ist mein Beweis. Wartet ab. Ciao.